Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meiner nächsten Rezension. Und zwar geht es jetzt um Amy and the Summer World von Morgan Matson. Das Buch, was ich während meines Lesemarathons, also diesem 24-Stunden-Marathon, gelesen habe. Und diejenigen, die das Video gesehen haben, wissen auch, dass das Buch mir echt klasse gefällt. Aber trotzdem wollte ich nochmal ein bisschen auf die Geschichte eingehen, weil ich in dem Video echt so kaputt war und nicht allzu viel darüber erzählt habe. So, das Buch hat in die 470 Seiten, was ich eigentlich ganz okay fand. Also die Geschichte ist während des ganzen Buches zwar, ja, eigentlich ganz interessant geblieben. Es war jetzt nicht irgendwie, dass ich gedacht habe, so jetzt kann ich nicht mehr weiterlesen, wenn dann was wegen meiner Müdigkeit, aber nicht, weil das Buch langweilig wurde. So, in dem Buch geht es darum, dass Amy, sie kommt nicht wirklich über den Tod ihres Vaters weg. Man erfährt am Anfang auch nicht wirklich, wie genau dieser Tod zustande gekommen ist. Sie sagt nur dauernd, es sei ihre Schuld und sie macht sich echt Vorwürfe deswegen und ja, sie ist nicht mehr sie selbst. Sie hat sich einfach komplett verändert. Und ihre Mutter kommt dann auf die Idee, damit dann alles besser wird und sie ein neues Leben anfangen können, auf die andere Seite von Amerika umzuziehen. Sie lebt nämlich in Kalifornien und sie, also ihre Mutter, will nach Connecticut ziehen, was für die, die es nicht wissen, halt auf der ganz anderen Seite nicht allzu weit von New York weg ist. Es liegt noch ein bisschen weiter oben, glaube ich. Und ihre Mutter fährt jedoch schon vor, weil sie ist Lehrerin und sie macht dann dort schon ein Sommersemester oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall fährt sie schon eher hin als Amy. Und das Auto von ihr steht dann noch in Kalifornien, welches Amy dann nachbringen soll. Da sie seit dem Unfall ihres Vaters jedoch nicht mehr Auto fahren möchte, muss diese Aufgabe vom Fahren der Sohn von der Freundin ihrer Mutter übernehmen, den sie glaubt nicht zu kennen. Also sie sagt zu dem Zeitpunkt, sie würde ihn nicht mehr kennen, da die beiden miteinander gespielt haben, als sie noch ganz klein waren. Also sie kann sich nicht mehr an ihn erinnern, ihr Bruder jedoch schon. Ihr Bruder kann nicht fahren, weil der in South Carolina. Ich glaube, South Carolina. Wenn nicht, naja, ist auch egal. Er ist dort in einer Entzugsklinik, weil er in die Drogen geraten ist. Und ja, sie ist dann sozusagen, glaube ich, einen Monat allein zu Hause, ohne ihre Mutter, ohne irgendwen. Und dann kommt halt eines Tages Roger, das ist der, der sie fahren soll, zu ihr nach Hause, also Rogers Mutter bringt ihn dorthin und dann packt er dort seine Koffer aus und geht sie dann holen und die beiden müssen dann zusammen durch ganz Amerika reisen, um nach Connecticut zu kommen. Was Amy am Anfang gar nicht angenehm vorkommt, da sie ihn halt nicht kennt und nicht mit einem Fremden 4 Tage lang durch Amerika reisen möchte. Und ja, Amys Mutter hat ihnen eine Route geplant mit den Übernachtungen und allem drum und dran und hat ihr auch eine Karte dagelassen fürs Tanken und ich weiß nicht was noch alles. Und am Anfang wollen sie dann auch diese Route nehmen, aber schon nach den ersten paar Stunden oder sogar Minuten spricht Roger sie darauf an, dass er eigentlich etwas enttäuscht darüber ist, dass sie so eine langweilige Strecke fahren müssen und er lieber an Orten vorbeifahren würde, die ihm halt besser gefallen, wo mehr los ist, wo mehr zu sehen ist und ja, halt einfach eine interessantere Strecke. Amy stimmt dann sofort zu, was sie selbst überrascht, da sie nicht geglaubt hätte, dass sie so spontan noch sein könnte, da sie sich ja komplett verändert hat. Und ja, so kommt es dann, dass die beiden halt eine komplett andere Route einschlagen
und unterwegs auch eine Menge erleben. Amy lernt neue Leute kennen, von Rogers Seite aus. Und ja, sie findet ihn auch schon sehr, sehr süß, aber er hängt halt noch so sehr an seiner Ex-Freundin, dass sie sich glaubt, sie hatte sowieso keine Chancen bei ihm. Und ja, was die beiden unterwegs so erleben, möchte ich jetzt nicht verraten, weil das halt das Interessanteste an der Geschichte ist und auch die verschiedenen Orte, wo sie dann landen, das findet ihr dann alles raus, wenn ihr das Buch liest. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich wurde auch schon gefragt, was ich mir hier alles markiert habe. Und das sind dann hier jetzt nicht immer Rogers Playlist schon mal. Die stellt er dann während der Fahrt immer zusammen. Also es sind, glaube ich, 6 oder so drin. Ja, hier ist schon Nummer 3. Ja, dann habe ich halt noch mir Orte markiert, die ich toll finde. Oder manchmal sind dann auch Sätze drin, die mir gefallen haben. Ist jetzt nichts Spezielles dabei, glaube ich. Nein. Und ja, was ich ganz toll finde, ich muss mal sehen, ob ich das jetzt so auf Anhieb finde. Mann, Mann, Mann. Ah, hier. Sie macht halt unterwegs immer Fotos und dann sind auch in jedem Kapitel so Karten und Fotos und Kassenzettel und alles von den beiden drin, das sie dann behält und in ihr Reisebuch klebt. Hier haben wir noch eins. Kansas. Ja, jetzt seht ihr schon einige Städte, aber naja. Ich habe es auch geschafft, das Buch ohne Leserillen zu lesen, wie ihr seht. War in der Mitte etwas schwierig geworden, aber ich habe es hinbekommen. Ja, wie gesagt, die Geschichte gefällt mir total. Ich habe jetzt so Lust auf so einen Roadtrip. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, vor allem weil das Wetter in den letzten Tagen so gut ist. Und ja, sie fahren größtenteils halt auch durch sehr, sehr warme Städte und da bekommt man schon so total Lust drauf. Ich werde mir das Buch auch nochmal in Englisch holen, weil es da im Hardcover gibt, weil im Deutschen gibt es das nur im Taschenbuchformat. Das finde ich eigentlich sehr schade. Und ja, ich will es unbedingt nochmal im Hardcover in meinem Regal stehen habe, weil ich ja so ein Hardcover-Fanatiker bin. Leider, weil es ist echt viel teurer und naja. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Also, alle, die es nicht gelesen haben, müssen es einfach lesen, weil es ein so, 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 so tolles Buch ist. Es hat auch von mir 5 Sterne bekommen. Und ich habe es auch auf meine Favoritenliste auf Goodreads gesetzt, das echt ein wunderschönes Buch ist. Ich werde mir noch das andere Buch von Morgan Matson nehmen. Das heißt, ich weiß es echt nicht mehr. Irgendwas mit Sommer. Aber naja, ihr wisst es bestimmt, wenn nicht. Einfach Amazon Morgan Matson eingeben und dann findet ihr das andere Buch auch. Das gibt es leider auch nur im Taschenbuchformat. Und ich bin auch schon am Überlegen, ob ich mir das nicht sofort in Englisch holen soll. Weil es bringt ja nichts, die immer auf Deutsch im Taschenbuchformat und dann Hardcover und ja. Mal sehen. Ja, das war's auch, glaube ich, schon von der Rezension. Falls ihr noch irgendwas wissen wollt, das ich jetzt nicht erwähnt habe, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und einen angenehmen Tag. Und ich hoffe, bei euch ist es genauso warm wie hier. Wenn nicht, dann wenigstens einigermaßen vielleicht. Man weiß es ja nicht. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss.